zusammen. Das Mikro ist neu, deshalb müssen wir uns noch alle ein bisschen damit anfreunden. Aber es funktioniert. Ja, schön hier zu sein. Licho, vielen Dank auch für deinen Dienst. Ich persönlich fand es sehr bewegend, auch den Hintergrund mal zu wissen von diesem Lied. Mir ist wohl in dem Herrn, wusste ich nicht. Ist echt bewegend. Ja, also der heutige Predigttext gehört, ich würde fast sagen, mit zu dem schwersten Text aus dem Lukas-Evangelium, was wir ja gerade studieren. Nicht, weil er besonders schwer zu verstehen ist, sondern weil der Inhalt, den Jesus hier sagt, doch einiges von einem abverlangt. Ich habe trotzdem ganz kühn den Titel der Predigt als eine Frage formuliert: Kannst du Gnade erkennen? Und so wollen wir uns mal diesem Text nahen. Der steht in Lukas Kapitel 13, die Verse 1 bis 9. Ich lese sie uns vor. Dort heißt es: Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichtete, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatten. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in einem Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zum Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Weinbaum, an diesem Feigenbaum, und finde keine. Haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Ja, ich sag trotzdem mal Amen. Der Kontext dieses Ereignisses ist, dass wir ganz viel gehört haben, wie Jesus über das kommende Gericht spricht. Das ist ein kommendes Gericht geben wird und es dann aber auch eine große Trennung, eine große Scheidung geben wird zwischen, ich sag mal, Menschen, die reich sind an Gott und Menschen, die eben arm sind an Gott. Und in diese Situation herein kommt nun eine Gruppe von Leute und sie berichten Jesus nun von einem schrecklichen Ereignis. Und zwar Galiläer zogen in den Tempel und opferten dort Tiere. Und Pilatus kam, brachte die Menschen, die am Opfern waren, um und vermischte das Blut der Menschen mit dem Blut der Tiere. Was ein absolutes Gräuel in dieser Zeit war. Und sie berichten Jesus davon und sie mussten das wohl in einem Ton gemacht haben, in einer Haltung, dass sie meinten: Was sind das für schlimme Sünder, diese Galiläer, dass Gott etwas so Schreckliches zulässt, dass ihnen das passiert, dass so ein schreckliches Gericht er geschehen lässt über diese Menschen, dass während sie am Opfern waren, sie selber umgebracht werden und dann wird ihr Blut vermischt und sie galten dann eine schlimme Gräueltat. Und Jesus' Antwort darauf ist ja fast schon heftig. Er sagt: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer,
weil sie so etwas erlitten haben. Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Wir denken ja auch oft, wenn etwas Schlimmes passiert in dem Leben, vor allem eines anderen, dann fragen wir, was hat der Schlimmes getan, dass ihm so etwas passiert? Und wir richten eigentlich darüber. Und wenn man dieses Verständnis auch hat, diese Theologie, dann und einem selber etwas Schlimmes passiert, dann wird man völlig aus der Bahn geworfen und sagt, was habe ich Schlimmes getan? Und dann gibt Jesus einen Bericht. Also die Menschen kommen und bringen ihm einen schlimmen Bericht. Und jetzt bringt Jesus ihnen einen schlimmen Bericht, was er auch gehört hat. Und zwar gab es in Jerusalem einen Turm. Und der fiel um und begrub 18 Leute unter sich, die alle umgekommen sind. Und das passierte nicht bei den schlimmen Galiläern, sondern das passierte bei den frommen Leuten in Jerusalem. Und dort wurden auch 18 umgebracht. Und Jesus stellt wieder die Frage, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Was lehrt uns das? Zunächst einmal, wir sollten nicht darüber richten, wenn jemand etwas Schlimmes passiert in seinem Leben und Vermutungen darüber anstellen, welche spezielle Sünde er jetzt getan hat, dass ihm dies passiert. Denn wenn wir die Bibel in der ganzen Fülle studieren, müssen wir feststellen, dass sehr häufig den besonders frommen und heiligen Leute sehr Schlimmes passiert. Und sie geläutert werden und sie durch Schreckliches hindurch müssen. Ich meine, das passt ja jetzt auch gerade richtig gut mit dem Lied, was Lietzsche uns erzählt hat. Dieser Mann, der das Lied singt, mir ist wohl, der alles verliert, sein Hab und Gut und dann auch noch seine Kinder. Also es ist ja fast eine Hiob-Geschichte. Es kann sein, dass schwere Sünde in unserem Leben unmittelbares Leid in unser Leben bringt. Ein unmittelbares Gericht. In Sprüche 24, Vers 16, dort heißt es, denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Also hier macht die Bibel klar, dass wenn Sünde getan wird im Leben, dass es passieren kann bei dem Gottlosen, dass er sofort und direkt danach ins Unglück geworfen wird. Und Jesus sagt dies nicht, um die Verbindung nicht herzustellen, dass Leid, das in unserem Leben passiert, nicht durch Sünde passiert. Er widerspricht dem nicht. Denn grundsätzlich gilt, alles Leid in der Welt ist eine Folge vom Sündenfall. In 1. Mose Kapitel 3, die Verse 17 bis 19, dort spricht Gott zu Abraham, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs deines Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Alles Leid in der Welt ist eine Folge vom Sündenfall. Gott hat die Welt vollkommen und gut erschaffen, aber durch den Sündenfall kam Gericht in die Welt. Gott hat dieses Gericht ausgesprochen und er hat den Erdboden verflucht. Ich gehöre ja zu denen, die nicht den Klimawandel leugnen, sondern ich war immer so, naja, ist der menschengemachte Klimawandel so nachvollziehbar? Mittlerweile muss ich sagen, ja, der Klimawandel und alle Naturkatastrophen sind menschengemacht.
Aber die Ursache ist nicht das CO2, sondern es ist die Sünde. Denn die Sünde brachte auch den Fluch über die ganze Schöpfung. Es bedeutet, wenn Naturkatastrophen passieren, dann ist es eine Folge vom Sündenfall, weil Gott diesen Erdkreis verflucht hat. Natürlich kann man nicht sagen, es war jetzt speziell deine Sünde, sondern es war der allgemeine Sündenfall. Und hier muss man natürlich es auch mal grundsätzlich trennen zu der Gemeinde Jesus, denn wir wissen, dass Jesus, er hat den Fluch getragen. Und doch lebt diese Welt immer noch unterm Gericht. Auch Krankheit ist eine Folge vom Sündenfall. Jede Krankheit, jeder Krebs, jedes Augenleiden, jeder Tumor, Corona ist eine Folge vom Sündenfall. Und jetzt gibt es aber dort Christen und die Christen werden ja von diesen Dingen genauso getroffen, obwohl sie frei sind vom Fluch. Und das liegt einfach daran, dass wir noch Teil dieser Welt sind. Und das ist schwierig, damit umzugehen, auch als Christ. Denn einerseits wissen wir sind frei vom Fluch. Und deswegen dürfen wir mutig anbeten, auch gegen Krankheit. Und dürfen wissen, Gott möchte uns retten und bewahren und erheilt uns. Und dann gibt es ist vor allem im evangelikalen Lager, dieses ganze Thema der Heilung und Freisein vom Fluch ja gar nicht auf dem Schirm haben. Sie sind deswegen sehr nüchtern und ihnen fehlt es deswegen manchmal etwas an Entschiedenheit und an Glaube gegen Krankheit zu beten. Auf der anderen Seite gibt es denn Leute, die ganz extrem das sehen, wir sind frei vom Fluch und deswegen haben sie die Theologie, dass ein Christ eigentlich Krankheit gar nicht mehr treffen kann oder schwere Tragödien. Und die werden dann irgendwann von der Realität eingeholt. Denn Corona hat auch gläubige Leute getroffen. Und Schiffsunglücke treffen auch gläubige Leute. Und hier leben wir in einer Spannung als Gemeinde Jesus, als Kinder Gottes. Wir sind frei vom Fluch. Und wir dürfen auf Gottes Segen vertrauen und hoffen und wissen um seine Gnade. Und doch sind wir noch in der Welt. Und unser Leib ist schwach und können getroffen werden. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Extreme kommen in der Theologie, in der einen Seite, dass wir gar nicht für Heilung beten und sagen, das trifft erst alles auf den Himmel zu. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, eine Theologie zu haben, wo wir sagen, ein Gläubiger, der kann eigentlich gar nicht krank werden oder wenn Krankheit ihn trifft, dann muss man, ihr wisst es, da kommt dann so ein Druck rein, so eine Verkrampfung und das ist schwierig. Es macht uns klar, wir leben in einer Welt, die unter dem Fluch Gottes ist, den Gott über diese Erde ausgesprochen hat, wegen dem Sündenfall von Adam. Wir sollten nicht darüber urteilen, wenn es Leute schlecht geht. Wir sollten nicht darüber spekulieren, was haben sie an schlimme Sünde getan, dass jetzt genau diese Tragödie in deren ihr Leben passiert. Was Jesus an der Haltung der Leute kritisiert, ist, dass sie meinen, sie seien moralisch besser, deshalb hat sie dieses Unglück nicht getroffen. Wir waren nicht so schlimm wie einer von den 18, auf denen der Turm fiel. Und wir waren auch nicht so schlimm wie die Galiläer, die dorthin geschlachtet wurden und ihr Blut vermischt mit den Opfern. Sondern Gott macht ihnen klar, Jesus macht ihnen klar, es sind Worte Jesu, ihr seid nicht besser als diese Leute. Und wenn ihr nicht Buße tut, dann wird euch genau dasselbe passieren. Und das ist eine sehr schwere Wahrheit. Sehr schwer auch für die Zuhörer damals und das auch anzunehmen. Nun, man kann es aber auch umdrehen und es einmal für uns so formulieren, dass wir heute hier sind und sitzen und uns anschauen dürfen, ist die Gnade Gottes.
dass du heute noch atmest, dass du heute noch lebst, dass Gott dir heute noch einen Tag geschenkt hat, ist die Gnade Gottes. Und nichts anderes. Nicht, weil du moralisch besser bist als andere, sondern weil Gott gnädig ist in deinem Leben. Selbst wenn du noch sehr jung bist. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das bedeutet, es ist ungerecht, dass du hier sitzt. Es wäre gerecht, wenn du schon längst gestorben wärst, weil ich davon ausgehe, dass du schon mal gesündigt hast. Das bedeutet, es wäre gerecht, wenn du unmittelbar stirbst. Und es ist ungerecht, dass du eigentlich noch hier sitzt. Es ist Gnade, dass du noch hier sitzt. Auch hier müssen wir es natürlich wissen, wir als seine Gemeinde, Jesus hat für uns den Platz am Kreuz eingenommen, er hat das Gericht über uns getragen. Und deswegen, wenn uns ein Gericht trifft, dann deswegen, dass wir in einer gefallenen Schöpfung noch leben, aber nicht mehr, weil wir für unsere eigenen Sünden noch gerade stehen müssen. Hier macht die Bibel schon eine Trennung zwischen gläubigen Leuten und Menschen, die eben ohne Gott unterwegs sind. Aber hier einmal diese Wahrheit an sich ranlassen. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen haben den Tod deswegen verdient. Alle Menschen haben verdient, dass ein Turm auf sie fliegt, dass schlimme und grauenhafte Dinge passieren, weil sie in einer gefallenen Schöpfung leben und mit Anteil daran haben durch ihre eigenen Sünden. Und es ist Gottes Gnade, wenn wir hier sind, wenn er uns Gesundheit schenkt, wenn er uns ein langes Leben schenkt, wenn wir hoch an Jahre werden dürfen, dann ist es Gnade, einzig und allein Gnade, aber gerecht ist es nicht. Und jetzt bringt Jesus ein Gleichnis und hier können wir genau diese Wahrheit erkennen. Und deshalb habe ich es formuliert, kannst du die Gnade erkennen, auch in diesem Gleichnis. Er sagt, es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Der Feigenbaum ist oft ein Bild auf die jüdische Nation. Und wir wissen, dass Jesus 3 Jahre seinen Dienst dort hatte unter den Juden. Und 3 Jahre lang suchte er Frucht in seinem eigenen Volk. Und am Ende fand er eigentlich gar keine Frucht, sehr wenig Frucht. Und deswegen wurde auch, ich sag mal, der Baum, die Nation Israel weggehauen durch die Römer. Und sie kamen unter das Gericht. Es sind aber auch dieses Bild, möchte Jesus uns aber auch geistliche Wahrheiten zeigen. Zuallererst, wir sind nicht irgendwo gepflanzt, wir sind in seinem Weinberg gepflanzt. Wir sind nicht irgendwo gepflanzt, wo schlechtes Erdreich ist, sondern wir sind in seinem Weinberg gepflanzt, wo gutes Erdreich ist. Jesaja 5,1 heißt es, ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hat einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und dieses Bild müssen wir geistlich jetzt auf unser Leben übertragen. Und schau mal auf dein Leben. Wie viel gutes Erdreich hat Gott in dein Leben schon gebracht? Vielleicht sind dort gläubige Eltern in deinem Leben. Und die haben die Wahrheiten der Schrift in dein Leben gebracht. Gutes Erdreich. Vielleicht ist dort ein Ehepartner, der gläubig ist, der für dich sehr viel gebetet hat. Und er hat gutes Erdreich in dein Leben gebracht. Vielleicht ist dort ein Klassenkamerad gewesen, ein Arbeitskolleg, ein Nachbar, ein Freund, irgendjemand, der dir das Evangelium brachte, der ein Bote Gottes war und er hat gutes Erdreich in dein Leben gebracht. Dass du heute hier sitzt, ist kein Zufall, wir haben es schon gehört. Und es bedeutet, Gott will, dass du unter sein Wort kommst und dass gutes Erdreich in dein Leben kommt. Er hat dich gepflanzt in seinem Weinberg. Frag dich mal, schau auf dein Leben, wer hat gutes Erdreich in dein Leben gebracht? Welche Wege hat Gott verwendet, um gutes, fruchtbares Erdreich in dein Leben zu bringen.
Nun, wenn Jesus 3 Jahre speziell auch in seinem Volk war, in der Nation der Juden, aber auch geistlich gesehen durch den Heiligen Geist, durch viele Ereignisse auch Gutes Erdreich in dein Leben gebracht hat, ist es dann legitim, dass er kommt und Frucht an dir sucht? Und er kam und suchte Frucht darauf, fand keine. Jesus kam in sein Eigentum und er suchte Frucht. Jesus kommt in dein Leben und er sucht Frucht in deinem Leben. Und es ist schon schade, wie viele Menschen so viel Segen durch das Evangelium bekommen haben und eigentlich nichts tun zur Ehre Gottes. Und wenn wir an unseren Ausgangspunkt erinnern, warum Jesus dieses Gleichnis bringt, dann denken wir an diese beiden schrecklichen Ereignisse. Und was sagt Jesus, wenn ihr nicht Buße tut? Was will er sehen? In Matthäus 3, Vers 8 heißt es, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Was Jesus hauptsächlich an Frucht sucht in deinem Leben, ist ein Herz, das Buße tut, das umkehrt, das die eigenen Sünden bereut, die eigenen falschen Wege erkennt und Buße darüber tut. Wir denken ja oft, wenn Gott kommt und Frucht sehen will, dass wir ein großes Hilfswerk aufbauen müssen. Oder dass wir durch unsere Gebete die Erweckung bringen müssen. Oder dass wir sehr viel Geld spenden müssen. Das sind doch die Frucht, die Jesus sehen will. Nein, er will zuallererst ein Herz sehen, das umkehrt und Buße tut und erkennt, wenn es gesündigt hat, dass es vor Jesus kommt und sagt, hier bin ich, schau mein Leben an, schau die Sünden an, die ich all die Jahre getan habe, all die Wege, die ich gegangen bin, auch all die Kraft, die ich aufgewendet habe, um von dir wegzukommen. Aber hier bin ich will umkehren. Ich will zu dir, ich will meine Schuld loswerden, ich will meine Sünde loswerden. Ich komme zu dir, Jesus. Das ist die Frucht, die Jesus sucht und die er sehen will. Jesus sucht ein Herz, das Buße tut. Und dann sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab, warum macht er das Land unnütz? Ich habe gesagt, es ist natürlich ein prophetisches Wort, auch auf das Volk der Juden. Sie brachten als Nation eigentlich keine Frucht, wenig Frucht. Vereinzelt taten Juden Buße, bekehrten sich zu Jesus und so wurden sie abgehauen. So wurden die Juden ausgerissen aus ihrem Land. Aber hier auch ein mahnendes Wort an uns. Wenn bei uns über Jahre keine Frucht der Buße da ist, dass wir umkehren von unseren Missetaten, dann offenbart es, dass wir nichts anderes sind als ein toter Baum. Und wenn ihr in die Landwirtschaft schaut, einen Obstgarten vor Augen habt und da ist ein toter Baum, dann gibt es nur einen Ausgang für diesen toten Baum. Er wird abgehauen. Und nicht nur das, dass er dort keine Frucht bringt als Baum, sondern hier sagt Jesus, warum macht er das Land unnütz? Sie machen das Land unnütz. Menschen, auch im Reich Gottes, die tot sind, sie verschwenden den guten Boden. Sie nehmen anderen den Platz weg. Und da ist es wichtig, einmal diese mahnenden Worte an einen selber ranzulassen. Gibt es Menschen in Gottes Weinberg und sie verhindern durch ihren toten Glauben sogar den Wachstum bei anderen? Sie blockieren den Platz dort, sie nehmen Ressourcen weg.
Es ist das Schrecklichste, was es für eine Gemeinde gibt, wenn sie einen Pastor oder einen Pfarrer hat, der nicht mal selber gläubig ist. Der nimmt das Geld für das Gehalt und erzählt nur Unsinn, weil er nicht mal gläubig ist und verhindert, dass in seiner Gemeinde Menschen geistlich wachsen. Das war jetzt ein Bild, was mir vor Augen steht, der ich selber in Verantwortung stehe. Positiv aber formuliert. Wenn jemand in der Gemeinde ist und er ist ein hingegebenes Vorbild, jemand, der ehrlich ist, jemand, bei dem wir erkennen können, wenn er einen Fehler macht, niemand ist vollkommen, dass er bereit ist, sehr schnell sich zu entschuldigen. Wenn wir so jemand haben in der Gemeinde, der bereit ist, schnell umzukehren von seinen falschen Wegen, der Buße tut, ist der nicht eine enorme Motivation im Glauben zu sagen, wow, wenn der hinstehen kann und für seine Fehler einsteht, obwohl er dies oder jenes getan hat. Was war David für ein Vorbild? Ich meine, er hat ja gesündigt, dass die Heide wackelt. Ehebruch, Mord. Und dann tut er Buße. Was für ein Vorbild für das Volk. Ein Mann, ein König, der vor Gott hinsteht und sagt, gegen dich habe ich gesündigt. Und einmal heißt es im Hebräerbrief, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen in der Liebe und guten Werke. Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werke. Und hier dürft ihr einmal überwältigt sein, an Betracht der Wahrheit, dass wir alle gesündigt haben, dass wir alle den Tod verdient haben. Jesus kam in sein Eigentum. Jesus kam zu uns auf diese Welt, in unseren Sündenmorast, in unsere sündige Welt kam Jesus. Er kam zu uns, um uns zu retten. Man kann überwältigt sein von dieser Gnade. Und dann kam er nicht nur zu uns in unseren Dreck, sondern er trägt am Kreuz sogar noch die Strafe für unseren Schmutz, für unsere Sünde. Und er vergibt uns alles, wenn wir nur kommen und ihn um Vergebung bitten. Sehen wir, wie gnädig Gott ist? Er gibt uns sogar danach noch seinen Heiligen Geist. Er gibt uns sich selbst, den Heiligen Geist in unser Innerstes, was uns verändert, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Ein Begleiter, Christen wissen das, wenn sie gesündigt haben. Sie wissen sofort, wenn sie gesündigt haben. Sofort. Jeder Christ, er weiß es sofort. Braucht ihn niemand was erzählen, braucht ihn niemand darauf hinweisen. Er weiß es, denn der Heilige Geist offenbart es. Und der Heilige Geist malt Jesus vor unsere Augen, der da ist mit offenen Armen. Komm zu ihm, er ist bereit, dir zu vergeben. Das alles haben wir bekommen aus Gnade. Weiter lesen wir im Text, nachdem Jesus gesagt hat, oder dieser Weinbergbesitzer, haue ihn ab, er macht das Land unnütz. Jetzt kommt der Weingärtner. Und auch hier nimmt Jesus dieses Bild von dem Weingärtner ein, oder die Rolle. Er aber antwortet und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Interessant ist, dass der Weingärtner nicht sagt, haue ihn niemals ab, sondern er bittet um Aufschub. Er bittet um mehr Zeit. Das Gericht ist notwendig über diese Welt und es wird kommen. Wenn es kein Gericht gäbe, dann wäre alles ohne Konsequenzen. Das Gericht kommt auf diese Welt. Aber was macht der Weingärtner? Er bittet um mehr Zeit. Und das haben wir letztes Mal schon gehört von Anthony. Er hat hier 2. Petrus zitiert, Kapitel 3. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte,
dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Seit 2000 Jahren gibt Jesus der Menschheit Raum zur Buße, weil er nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Seit 2000 Jahren gibt Jesus Zeit zum Umdenken. Vielleicht bist du hier und die anderen sind ja in der Kinderstunde, ein Kind sehe ich, sehr lieb heute. Aber vielleicht bist du hier mit 13, 14, 15, 16 Jahren. Stell dir mal vor, Gott hat dir schon 16 Jahre, nicht 3 Jahre gegeben. Er hat dir 16 Jahre gegeben, umzukehren. Jetzt sind ja hier auch ein paar, die älter sind als 16. 40 plus, 50 plus, 70 plus, 80 plus. Haben wir jemanden, der über 90 ist hier? Der Günther. So viele Jahre hat Gott dir gegeben, damit du Früchte der Buße bringen kannst. Wie langmütig ist Gott mit uns im eigenen Leben, aber speziell mit dieser Menschheit? Er ist so gnädig mit der Menschheit, dass er sogar Böses noch länger zulässt und erträgt. Er könnte ja sagen, jetzt kommt das Gericht und alles Böse ist beendet. Er macht es nicht, damit sogar der Böse noch umkehren kann. Damit ein Mann, der für Völkermord verantwortlich ist, auch noch umkehren kann und Buße tun kann. Deswegen zögert er das Gericht noch hinaus. Er ist, der nochmal den Herzensboden der Menschen aufgräbt, nochmal um den Baum aufgräbt, nochmal gutes Erdreich hinmacht, nochmal Dünger hinmacht, nochmal und nochmal und nochmal. Und jetzt muss ich zu dir direkt sagen, ich sehe Menschen vor mir heute Morgen, ich weiß, Gott hat zu mir geredet über dein Herz. Jesus ist so bemüht um dein Herz. Er hat so oft neuen Boden um dein Herz rumgetan, so viel Dünger, so viel Segen in dein Leben gebracht. Heute ist der Tag des Heils und du sollst umkehren und Buße tun. Ich will kein mahnendes Wort zu dir sagen, aber du musst wissen, es kommt einmal der Tag, wo du nicht mehr umkehren kannst. Und der Geist Gottes möge jetzt um dein Herz wirklich werben, dass du gemeint bist, dass du es weißt. Es soll durch dein Herz hindurchfahren, dass du siehst, wie bemüht der Jesus schon war in all deinem Leben, wie oft er um deine Wurzeln, die so vertrocknet sind, gutes Erdreich gemacht hat, es bewässert hat, weil er will, dass du errettet wirst. Wie viel Geduld hat Jesus mit mir schon gehabt? Wenn ich sehe auf mein eigenes Leben, ich sehe meine Fehler vor Augen, ich sehe meine Sünden vor Augen und die sind groß und mächtig und mein Versagen ist reich. Wenn ich sehe, wie freundlich Jesus mit mir war, wie gütig er mit mir war, wie viel Segen er hineingebracht hat, selbst an den Tagen, an denen ich am meisten versagt habe, dann möchte ich nur sagen, ich bin überwältigt von Gnade. Ich bin wirklich überwältigt von Gnade. Und der Weingärtner sagt, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, wenn nicht, so haue ihn danach ab. Noch einmal bekommt diese Welt, in der wir leben, eine Gnadenfrist. Noch einmal. Noch einmal gibt er in dieser Zeit, in der so viel Gottlosigkeit in unserem Land ist, wo sich die Massen davon entfernen, von der Schrift, von Gott. Herr, zöger das Gericht nochmal hinaus. Dass nicht vielleicht noch Menschen da sind, die Frucht bringen. Frucht der Umkehr, Frucht der Buße.
Und das ist unser Auftrag als Gemeinde. Nun mit Jesus in die Rolle des Weingärtners zu kommen. Priesterlich einzustehen für diese Welt, der wirklich das Gericht droht, dass Gott nochmal Zeit schenkt und dass Menschen Frucht der Buße bringen. Wirklich Umkehr. Herr Jesus, wir sind ehrfurchtig vor deinem Wort und wir verstehen uns unter deinem Wort. Wir sind nicht über deinem Wort. Wir sind nicht auf Augenhöhe mit deinem Wort. Wir sind unter deinem Wort. Und Jesus, deine Worte sind Wahrheit. Und sie offenbaren das Innerste unserer aller Gedanken, Herzen und Wesen. Aber Jesus, du bist so reich an Gnade, so reich an Liebe. Selbst die Ermahnung in deinem Wort ist voller Gnade, denn du möchtest, dass die Ermahnung dazu führt, dass wir umkehren und Buße tun. Herr, ich danke dir für diese Gemeinde, für so viele, die hier sind, die deinem Ruf gefolgt sind und sie sind frei vom Gericht. So viele sind Kinder Gottes und sie sind wirklich frei vom Gericht und für sie gibt es nur noch die Herrlichkeit in Ewigkeit und wir warten auf deine Wiederkunft. Wir warten darauf, sollten wir natürlich sterben, dass wir dann bei dir sind. Herr, und so möchten wir aber mit eintreten in den Auftrag, den du der Gemeinde gegeben hast, das Evangelium dieser Welt zu bringen, das gute Erdreich in die Welt hineinzubringen, damit Menschen Frucht der Buße hervorbringen und auch glauben. Herr, wir wollen diese Welt nicht verurteilen, wir wollen nicht über sie richten. Wir wollen nicht sagen, das passiert ihr, weil sie so gottlos ist. Wir wissen es, dass es so ist. Aber wir sind da, um vor dir einzutreten, dass du nochmal eine Zeit der Gnade schenkst, Herr. Herr, wir trauen uns fast gar nicht, zu dir zu kommen und um noch mehr Jahre zu bitten, wo wir dein Wort mit Füßen, stellvertretend rede ich jetzt auch für dieses Volk, wirklich mit Füßen getreten haben und du schon 2000 Jahre Raum und Zeit geschenkt hast. Aber dein Knecht Abraham hat auch um Sodom und Gomorra verhandelt. Und so sind wir deine Gemeinde hier in Lindau und wir bitten dich, dass du Lindau nochmal eine Zeit der Buße schenkst, nochmal Zeit gibst, dass sie umkehren kann. Herr, dass du unseren Familienangehörigen nochmal Zeit schenkst, auch der Buße und Raum gibst. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Wir bitten dich, bewässer unser Land. Heiliger Geist, durchdring das Erdreich. Herr, so viele Nationen auch in unserer Zeit, so viele Menschen, die leben. Herr, wir fragen dich um eine Heimsuchung. Gieß aus auf unser dürres Land, Herr. Herr, und für jeden, der hier ist, bitte ich dich, dass er die Gnade auf seinem Leben erkennt und die Freude darüber soll zunehmen. Herr, jeder, der hier sitzt, ist so reich gesegnet worden von dir, dies alles auch hören zu dürfen, auch in seinem ganzen Leben. Herr, und dass er die Freude dieser Gnade, dass sie ihn wirklich motiviert vorwärts zu gehen und an deinem Reich mitzuarbeiten, zu deiner Ehre Dinge zu tun und zum Lob deines Namens zu leben. Herr, ich segne jeden, der hier ist, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Auch mit diesem Wort, das wir heute gehört haben, und wir sind dir dankbar für deine Schrift, für deine Bibel, dass wir darin lesen und studieren dürfen. Herr, danke für deinen guten Heiligen Geist, der auch durchdringt unsere Herzen und uns führt, uns leitet. Und Jesus, vielen Dank für all deine Art, wie du bist, dass du gekommen bist und uns mit offenen Armen annimmst.
Amen.